Bei einem Anschlag vor dem Flughafen in Kabul inmitten von dort wartenden Menschen hat es mehrere Tote gegeben, darunter auch 12 US-Soldaten. Offenbar löste ein Selbstmordattentäter die Explosion aus. Eine zweite Explosion ereignete sich vor einem Hotel in der Nähe. Während die weltweite Corona-Krise ihren Lauf nimmt, geht der Streit zwischen China und den USA um die Ursache des Virus weiter. Foucault, der Generaldirektor für Waffenkontrolle des Außenministeriums, sagte zu den Beschuldigungen der USA bezüglich des Ursprungs des Virus, dass die USA auf eine entsprechende Antwort gefasst sein sollen. Bei Explosionen auf einem Militärgelände im Süden Kasachstans in Zentralasien sind mindestens 30 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien Soldaten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes, schrieb Präsident Kasym Schoman Tokayev am Donnerstag auf Twitter. Offenbar war ein Munitionsdepot aus noch zunächst unbekannten Gründen explodiert. Japan stoppt nach Berichten über die Verunreinigung mehrerer Ampullen die Verwendung von 1,63 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna. Das Pharmaunternehmen Takeda hatte zuvor mitgeteilt, mehrere Impfzentren im Land hätten fremde Substanzen in noch ungeöffneten Impfstoffampullen festgestellt. Daher sei in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium entschieden worden, die Impfdosen von drei ganzen Chargen nicht mehr zu verwenden. Ein von der Türkei finanziertes Krankenhaus hat nun die Pforten in Bischkek, der Hauptstadt von Kasachstan, die Türen für Kranke geöffnet. China vernichtet die alten Kulturstätten der Uiguren unter dem Vorwand der Erneuerung. Chinesische Medien teilten mit, dass China bis heute mehr als 1600 alte Gebäude zerstört und mehr als 200.000 Uiguren vertrieben hat. Beobachter gehen davon aus, dass diese Strategie der Kommunistischen Partei einen Teil des Genozids darstellt. Außerdem will China eigene Siedler in diesen Regionen ansiedeln. Am 26. August 1071 gewann der seldschukische Herrscher Alparslan die Schlacht bei Malazgirt. Durch den Sieg Alparslans über den byzantinischen Herrscher Diogenes wurden die Tore Anatoliens für die Türken geöffnet. Somit änderte sich der Verlauf der Geschichte.